Hallo, guten Morgen, Wurzen. Auch bei diesem hässlichen Wetter, was uns Petrus heute beschert hat, freue ich mich, dass ich euch hier heute alle sehe und begrüßen darf. Ganz kurz wurde mir noch aufgetragen zu sagen, wir sind nicht Wurgi da. Ja? An sich klingt der Name schon hässlich. Das hier ist die Bürgerbewegung Wurzen und sie möchte es auch einfach so bleiben. So, und da würde ich jetzt begrüßen mit mir zusammen den Viktor Seibel, er ist aus Kassel her. Gestern einen Umweg über Magdeburg, Magida. Und jetzt sprichst du zu uns in gewohnter Qualität. Begrüßt allen Viktor Seibel. Sei gegrüßt, Leute. Es freut mich, dass so viele Gießen auch wieder hier erschienen sind, aufgrund des schlechten Wetters. Aber da sollte letztendlich uns nicht zügeln, am Widerstand hier weiter teilzunehmen. Und es ist wichtig, dass wir uns als solidarische Gesellschaft hier vorzeigen. Mein erstes Themenfeld ist halt dasjenige, dass sicherlich viele was vernommen haben. Das bedeutet das Bauchgefühl. Irgendwas stimmt ja nicht. Ne? Denn seit Maidan-Umsturz, wir haben ja Krieg in Europa schon seit einer gewissen Zeit. Die USA steht ja mittlerweile hier dazu, dass sie ja 5 Milliarden US-Dollar in die Kiva-faschistische Junta investiert hatte, über 70.000 Tote mittlerweile in einem Land, was nur 1.500 Kilometer von hier Luftlinie liegt. Und letztendlich erkennen wir auch, dass letztendlich eine NATO-Aggression gegenüber Russland vorliegt. Also das Bauchgefühl trübt euch nicht, denn ich habe angefangen mit der Friedensbewegung in Kassel. Wir hatten jetzt kurz nach Maidan-Umsturz seit dem letzten Jahr über 120 Städten auch Menschen auf der Straße gehabt. Wir wurden auch diffamiert. Das bedeutet, man versucht unsere Glaubwürdigkeit zu rauben, dass wir Nazis wären, dass wir irgendwelche Antisemiten wären. Also jegliche Schublade wurde verwendet, damit unsere Glaubwürdigkeit geraubt wird. Wir haben uns einen Informationskrieg geliefert gegen diese einseitige Berichterstattung, die ja letztendlich ja nichts anderes als eine Lügenpresse ja ist. Zu diesen 120 Städten ist die Pegida-Bewegung hinzugestoßen und wir haben ja auch die Endgame-Veranstaltung, das bedeutet engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas und es gibt für uns keinen Weg zurück mehr, das bedeutet, es ist ein Bauchgefühl, was uns letztendlich nicht täuscht, sondern es wird scheinbar noch was Großes passieren, deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns auf der Straße versammeln und gemeinsam uns über diese Prozesse aussprechen. Diese Prozesse, die gerade im Hintergrund ablaufen, erkennen wir ja dadurch, dass eine Russophobie gesät werden sollte. Das bedeutet unsere Lügenmedien, das bedeutet die großen Zeitungen wie die Zeit, die Süddeutsche, die Bild-Zeitung, aber auch letztendlich die FAZ und alle anderen großen Blätter, die schon die Bevölkerung an ihrer Meinung ja formen, hat ja seit über einem Jahr ein neues Hobby gefunden, das bräuchte gegen Russen hetzen. Selbst die Computerzeitschriften haben ja selbst gehetzt gehabt, wie beispielsweise die Computerbild mit Schutz vor Russenhacker. Es sollte letztendlich wieder der Deutsche angepolt werden zu einem neuen Feindbild. Ein neues Feindbild sollte vermittelt werden, dass letztendlich der Russe der Böse ist und wir davor letztendlich Kriegsvorbereitungen getroffen werden. Wir kennen ja, dass die NATO letztendlich ja nur ein Angriffsbündnis unter der Führung der USA ist. Denn die NATO hat ja keine Daseinsberechtigung mehr. Die NATO wächst ja seit 1990 weiter Richtung Osten, obwohl wir ja letztendlich doch den Russen zu verdanken haben, dass wir letztendlich doch ein geeintes Volk hier sind seit der Wende 1989, 1990, wo die Russen abmarschiert sind, die Rotarmisten abgezogen sind, keinerlei Besatzung mehr russischer Mächte da ist und ihnen wurde Gorbatschow das Wort gegeben, dass es keine Osterweiterung stattfindet. Das Wort wurde ihnen gebrochen, aber die restlichen Besatzer, die angelsächsischen Mächte, das bedeutet letztendlich die über 47.500 US-Soldaten auf deutschem Boden in über 30 Standorten, aber auch die 17.400 britische Soldaten Daten auf deutschem Boden sind nach wie vor verblieben. Dass wir eine Lügenpresse haben, beweise ich euch nochmal mit einem Zitat vom Gründungsherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er sagte selbst wörtlich, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Ich denke, wir erkennen, dass letztendlich die zentralen Organe, die hier in Deutschland ja dafür maßgeblich verantwortlich sind, dass wir eine Meinung hier kriegen. Denn wir werden ja letztendlich nicht mit Informationen gefüttert, sondern nur mit vorgefertigten Meinungen. Und die letzte Meinung, die wir alle aufschnappen sollten, dass letztendlich Russland ein Aggressor darstellt und scheinbar ein Krieg unausweichlicher ist. Wie gesagt, die NATO wird ja von den USA geführt. Die USA versucht ja eine Welt Dominanz zu haben, das bedeutet, eine Welt zu kontrollieren und somit haben sie ja Krieg in der Ukraine gesät, denn Russland braucht die Ukraine, um wieder zu einem neuen Imperium zu stehen und letztendlich sollen wir diese Feindschaft hier annehmen, anstatt dass wir letztendlich doch uns als natürlichen Partner uns mit Russen im Dialog zusammenschließen, über alles reden, wird ja ein Keil zwischen Russland und Deutschland getrieben. Es ist eins dieser vielen Punkte, die gerade zur Zeit passieren und ich denke, auch an unseren Politikern haben wir ganz deutlich erkannt, dass es eben keine Volksvertreter sind,
die letztendlich die Interessen des Volkes von uns Bürgern, den einfachen Volk vertreten, sondern letztendlich nur ein US-okkupiertes Deutschland hier vorliegt, wo nur die Interessen der Hochfinanz vertreten werden, aber auch letztendlich Interessensgruppen von anderen Investoren und sonst desgleichen. Das vermerken wir wie beispielsweise an Herrn Steinmeier, der ja zuletzt ja wieder 500 Millionen an unsere Steuergeldern an die faschistische Regierung jeweils in Kiew zugesagt hatte, wie zuletzt ja die Merkel. Wir wissen ja, dass das Geld nur für Rüstung ausgegeben wird, um letztendlich einen weiteren Genozid in der Donbass-Region voranzutreiben. Das bedeutet, die Menschen werden abgeschlachtet und wir sollen letztendlich uns hier selbst als rechts- und links verteilt sehen, aber dabei sind ja die einzigen wahren Nazis, die da oben. Das bedeutet, die Regierung hat mal wieder mit Teile und Herrsche wieder gezeigt, dass wir letztendlich uns eben doch manipulieren lassen, aber ich denke, wir versammeln uns eben auf diesen vielen Veranstaltungen, um uns für den Frieden erst einmal auszusprechen und eben viele weiteren Themengebiete, die uns eben betreffen. Wir leben ja in einem US-okkupierten Deutschland. Herr Obama war ja vor gar nicht so langer Zeit hier auf dem Stützpunkt in Deutschland und sagte ja wörtlich, Deutschland bleibt ein besetztes Land bis zum Jahre 2099. Wir haben über 30 Standorte, die wir ja auch mit unseren Steuergeldern durchfüttern. Das bedeutet, 30 Milliarden Euro bezahlen wir hier für eine ausländische Besatzung. Denn die NATO-Basen sind ja letztendlich nur eine Tarnung dafür, denn die Amerikaner haben letztendlich als alten Militärbasenimperium in über 157 Nationen über 1000 Militärbasen. Das bedeutet, es ist ein Militärbasenimperium, die identifizieren sich übrigens auch mit dem römischen Imperium, wo letztendlich eine Einschüchterung basiert. Das bedeutet, wir in Europa erkennen immer mehr, dass wir nur die Vasallen von letztendlich den US-imperialistischen Aspekten ja sind und eigentlich ist das ja doch ein linker Gedanke, oder wenn man sich da drüber genau unterhalten sollte. Die Merkel, der Steinmeier von den Leyen, alles andere bereiten uns gerade für einen Krieg vor und wir wissen leider, dass wir auch mittlerweile nicht mal mehr den Linken trauen können, denn letztendlich diejenigen Linken, die oben im Parlament sitzen, sind ja auch in transatlantischen Lobbyverbindungen verbunden, wo letztendlich, wenn der Krieg gegen Russland ausgerufen wird, ihr okay geben und somit müssen wir erkennen, dass wir in keinem freien Deutschland leben, wir keine freien Bürger sind, sondern nur einfach nur die 53. US-Kolonie und deswegen sollte diese Thematik der Souveränität, der Eigenständigkeit jeden Montag generell in Deutschland weit Verbreitung finden, denn wir müssen uns aussprechen gegen eine Kolonialisierung der zukünftigen partnerschaftlichen Beziehungen, sondern dass wir letztendlich erkennen, dass wir gar nicht gefragt werden, denn die Kluft zwischen Arm und Reich ist auch immer größer, wie wir das in den letzten Jahren auch erkennen können. In einem US-okkupierten Deutschland basiert ja alles darauf, dass wir als Bevölkerung auch in eine gewisse Richtung ja gepolt werden. Wir sollen ja mit unseren Gedanken ja, wie schon zuletzt gesagt, wieder ein neues Feindbild annehmen, der böse Russe. Die von den Laien hat ja 6000 Bundeswehrsoldaten zusammengetackert, das bedeutet, sie auch mittlerweile reaktiviert, die als eine Speerspitze gegen Russland dienen sollten. Das bedeutet, die Deutschen sollen zum dritten Mal Richtung Osten marschieren, um uns irgendwie vor irgendwas zu befreien. Aber ich denke, wir erkennen ja letztendlich, dass wir nur in einem US-okkupierten Deutschland leben. Und wenn wir letztendlich uns für eine Bürgernähe aussprechen müssen, dann müssen wir erst einmal die Souveränitätsfrage aussprechen. So, wir wissen ja auch, dass wir in Deutschland hier eine Mordfabrik der Amerikaner haben in Kalka. Das bedeutet, 2000 Amerikaner sitzen auf deutschem Hoheitsgebiet und schießen mit irgendwelchen Flugdrohnen in Nordafrika irgendwelche angeblichen Terroristen tot. Wie wir aber auch mittlerweile auch wissen, sind ja nur 4% von den Ermordeten ja wirklich irgendwelche Dschihadisten oder sonst irgendwelche Radikalen und die restlichen sehr Zivilbevölkerung. Das bedeutet, von unserem deutschen Boden finden nach wie vor Kriege statt und unsere Regierung schweigt. Wir wurden ja von unserer ganzen Regierung aufgegeben, deswegen versammeln wir uns ja hier. Wir solidarisieren uns alle miteinander und sollten eigentlich dieses Rechts- und Linksspiel nicht mitspielen. Denn ich denke, wenn die Linken sich auch selbst eingestehen, sind sie eigentlich nicht mit dieser Regierung konform. Aber nicht wir ziehen die Grenzen, sondern das sind ja leider die vermeintlichen Linken. Schade drum. Ja, wie auch zum Thema 2+4-Vertrag, das bedeutet in einem US-okkupierten Deutschland, wie wir das ja mitbekommen haben, gibt es ja die Thematik, dass letztendlich wir hier über 200 US-Sonderfirmen haben, die ganz legal das deutsche Know-how abzapfen dürfen. Die NSA hat ja primär nicht irgendwelche präventiven Maßnahmen gegenüber dem Terrorismus, sondern es ist letztendlich nichts anderes als Wirtschaftsspionage. Das bedeutet, wir in Deutschland verlieren jedes Jahr über 50.000 Arbeitsplätze durch Wirtschaftsspionage. Und das wird alles durch diese Merkel-Regierung legitimiert und wir müssen erkennen, wer die wahren Feinde sind. Das ist entscheidend zu verstehen. Auch Herr Gysi sprach davon, dass es ein Besatzungsstatut bis zum heutigen Jahr hier gibt und das müssen wir erkennen und deswegen
für die Souveränitätsfrage müssen wir dieses US-okkupierte Deutschland eben anprangern und eben uns als eine solidarische Gesellschaft ja jeweils zeigen. Al Gore sagte am 3.1.1999 und zwar folgendes: Wir haben 1945 angefangen, uns den Globus zu erobern. Die NATO wurde nicht eingerichtet, um die armen Europäer von den Russen zu schützen, sondern um die totale Kontrolle über Westeuropa zu erlangen. Auch was die Thematik des Zweiten Weltkrieges ja anbetrifft, ist es sehr wichtig, dass wir uns mit diesen Themenfeldern wieder neu letztendlich beschäftigen. Das bedeutet, ich persönlich bevorzuge letztendlich den Gedankengut, dass wir auch den Zweiten Weltkrieg revisionieren. Das werde ich aber gleich nochmal später thematisieren. Ein weiterer Themenpunkt ist natürlich, dass wir gerade bedroht werden von einer Konzernherrschaft. Das bedeutet TTIP, TISA und TISA-Abkommen. Das bedeutet, wir leben ein Wirtschaftssystem, was auf exponentiellem Wachstum basiert. Das bedeutet, die deutsche Wirtschaft, die muss ja in einer begrenzten Welt um 2,8 Prozentpunkte wachsen. Ansonsten haben wir hier ein Plateau. Und wenn ein Plateau kommt, wie in den letzten Jahren hier in Europa bei uns, gibt es nur zwei Wege. Und das ist immer wieder ein Krieg nach 70 Jahren. Ein großer Krieg, den die Amerikaner brauchen. Denn wir Europäer sind ja nur die Vasallen. Oder eine riesengroße Wirtschaftskrise. Also das Bauchgefühl, wie schon zu Beginn gesagt, trübt euch nicht. Das bedeutet letztendlich, dass wir hier in Europa noch richtig krachen wird. Das bedeutet in dem Sinne, dass es ein Bürgerkrieg ja schon angekündigt wurde, so gesehen von dem CIA-Direktor, der meinte, Europa wird einen Bürgerkrieg enden bis zum Jahr 2020. Wir sehen aber auch, dass in der Schweiz immer mehr Armeetruppen den Zusammenbruch der EU jeweils schon üben. Das bedeutet, die Unruhen werden kommen, so oder so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir früh genug mit dieser Veranstaltung uns untereinander kennenlernen müssen und das auch werden. Denn letztendlich, das kann uns nur zu einer Schadensbegrenzung dieses ganzen Schauspiels eben führen. Denn es ist halt eben das Spiel, es ist das Bankenwesen, was im Hintergrund ja jeweils sich wechselt. Das bedeutet, die angelsächsischen Machtmonopole hier in Europa zerbrechen und das wird alles in Unruhen enden, denn die angelsächsischen Besatzer haben ganz einfach das Schachbrett umgeworfen und wir Bürger sollen zusehen, wie wir mit diesem ganzen Quatsch hier fertig werden. Diese Islamisierungsgeschichte hat natürlich eine massive Legitimität, denn ich bin selbst ja einer, der für eine christliche Wertegemeinschaft mich ausspricht. Das bedeutet, dass wir auch diese Überfremdungsängste unserer Bürger zum Thema haben müssen. Wir von den Politikern werden ja nur als Spinner, als irgendwelche Rechten beschimpft und wir sehen ja, dass sie letztendlich nicht irgendwelche unsere Partner sind, sondern jeweils nur Volksverräter. Im Jahre 1969 wurde ja der Paragraph zum Volksverrat ausgehebelt. Das bedeutet, wie wir zuletzt auch mit dem BND-Skandal sehen, dass letztendlich unsere Regierung nichts anderes als die Vasallen sind, die letztendlich nur zu unserem Schaden agieren und eben nicht dem Verfassungsauftrag gerecht werden, um die Gesellschaft vor Schaden zu schützen. Ich denke, das hat auch wohl jeder verstanden oder sieht irgendjemand von euch noch, dass die Merkel irgendwie wirklich noch die Interessen von uns vertritt? Ich glaube nicht, nein. Ganz genau, Volksverräter sind das alles. Zudem erkennen wir ja, dass wir auch zuletzt ja die EZB-Eröffnung hatten. 1,5 Milliarden von unseren Steuergeldern wurden ja verwendet dafür, dass letztendlich eine zentrale Einheit des Bankenwesens errichtet worden ist. Sie ist nur dafür da, uns weiter in die Inflation zu treiben. Das bedeutet letztendlich, Herr Draghi ist ja derjenige, der Kopf der ganzen Geschichte. Er hat sich schon in den 90er Jahren letztendlich mit der Herrschaftsklasse zusammen getroffen gehabt. Und mit diesem TK-CETA-Abkommen geht eine massive Privatisierungswelle hier los. Das bedeutet, wenn wir jetzt nicht agieren, jetzt nicht den Widerstand zeigen auf friedlicher Ebene, wird das darauf hinauslaufen, dass letztendlich eine massive Privatisierung hier stattfindet. Das bedeutet, Energiekonzerne, Wasserwerk und alles andere wird hier privatisiert. Und dieses Modell hatten wir schon vor circa 20 Jahren in Frankreich gehabt. Wir konnten erkennen, wenn letztendlich dieses Allgemeinwohlprodukt bzw. Verstaatlichte Elemente in private Hände überwandern, wird das nur einem Zweck gerecht und das ist die Gewinnmaximierung. Diese Gewinnmaximierung wird darauf hinausarbeiten, dass letztendlich wir bei uns die Wasserqualität sich verschlechtert, aber die Preise dafür werden unerschwinglich für uns sein, aber für uns interessiert sich ja keiner. Müssen wir denn so weit gehen, dass letztendlich unsere Bürger verhungern? Ich glaube eher wohl weniger. Deswegen müssen wir uns als eine solidarische Gesellschaft hier zeigen. Und deswegen bin ich auch stolz für jeden Einzelnen, der hergekommen ist und nicht sich irgendwelche Videos im Internet anschaut. Es ist wichtig, insbesondere in diesem Zeitgeist auf die Straße sich zu stellen, dass wir uns alle als eine gemeinsame Gesellschaft erkennen, die sich miteinander solidarisiert. Ja. Thematik massive Flüchtlingsströme gerade nach Europa. Im Jahr 2011 hat ja schon vor der UN-Kongress damals Herr Gaddafi gesagt gehabt, jeweils falls ein Krieg stattfinden sollte bei ihm auf
also eine Destabilisierung Nordafrikas, werden massive Flüchtlingsströme kommen. Er hat seine Worte sind ja jeweils eingetroffen. Das bedeutet auch unsere Rüstungsindustriekomplex. Deutschland ist ja Waffenexporteur, Meister Platz 3 auf der ganzen Welt. Das bedeutet, wir sind ja auch so gesehen mit diesem Teil des Industrie, also Rüstungsindustriekomplexes dafür verantwortlich, dass Flüchtlingsströme jeweils stattfinden. Aber werden diese Klassen jeweils dafür zur Verantwortung gezogen, dass letztendlich ihre Gelder aufgebraucht werden, dass sie mit höheren Steuersätzen dafür aufkommen müssen? Nein. Was passiert? Unsere Regierung setzt insbesondere den BND, die Geheimdienste an, um jeweils kritische Journalisten jeweils zu verfolgen, die sich hinsichtlich des Rüstungsindustriekomplexes äußern. Also wir haben nur ein totalitäres System hier in Deutschland, und ich denke, mittlerweile hat das ja doch jeder erkannt gehabt. Das Spiel rechts gegen links wurde hier aufgebaut. Die deutsche Schuldkultur wird ja nach wie vor am Leben erhalten. Das bedeutet, die Deutschen haben jedes Jahr irgendwas Neues für den deutschen Schuldkomplex. 70 Jahre letztendlich nach Kriegsende, damit immer wieder euch eingeläutert wird in die Köpfe, ihr habt irgendwas mit Hitler-Deutschland zu tun. Aber ich denke, auch Herr Putin hat zuletzt an das deutsche Volk sich gewandt gehabt und gemeint, die Deutschen haben gar nichts mehr mit Hitler-Deutschland zu tun. Und das müssen wir einfach ganz deutlich erkennen. Und wir haben uns hier in Deutschland seit zum Beginn des Maidan-Umsturzes mit über 120 Städten für den Frieden ausgesprochen. Das hat kein anderes Land von 195 Nationen gemacht. Und ich denke, da sollten wir als neuen Maßstab für uns erkennen, dass wir letztendlich doch ein sehr friedstrebendes Volk sind und letztendlich nichts mehr mit Hitler-Deutschland zu tun haben. Wir haben einen gesunden Patriotismus und sind eben keine Nationalisten. Aber leider können das die Antifanten scheinbar nicht differenzieren. Zum Thema Flüchtlingsströme ist das wichtig zu erkennen, dass letztendlich diese ganze EU-Konstellation ja gar nicht funktioniert. Nee, die EU ist ja letztendlich nichts anderes als nur eine Diktatur, die letztendlich, wo immer mehr Verantwortung, immer weniger Hände übergegangen werden. Das bedeutet beispielsweise in Tschechien, nehmen sie keine Flüchtlinge auf, auch ihre muslimischen Nachbarn Saudi-Arabien wollen ja keine Flüchtlinge aufnehmen, aber wir hier in Deutschland müssen ja alles machen. Zuletzt hat ja der Zentralrat der Juden ja gesagt gehabt, die Deutschen haben ja so viel Blut auf der ganzen Welt fließen lassen. Das bedeutet, wir wären immer noch in der Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen. Das bedeutet, die Schuldkultur wird nach wie vor als ein unterdrückerisches Element verwendet. Und das müssen wir erkennen, dass wir erkennen, wer letztendlich die wahren Unterdrücker sind. Nicht nur die Medien, die letztendlich uns immer wieder einläutern, was wir doch für ein Schuldtätervolk sind und sonst das Gleiche, sondern wir müssen einfach erkennen, dass auch diese Organe, zentralen Organe, wie beispielsweise der Zentralrat der Juden oder Zentralrat der Muslime, der ja gerade jetzt muslimische Feiertage hier fordert, wo wir gerade eine sehr angespannte Stimmung haben, wo letztendlich Überfremdungsängste in der Bevölkerung herrschen, und das ist nichts weiter als letztendlich weiter Benzin ins Feuer zu gießen. Also erkennt letztendlich, was die wahren Unterdrückerelemente sind, dass wir uns dagegen aussprechen. Wir leben ja in einer Konzernherrschaft, das bedeutet in dieser Wirtschaftsdiktatur, wir haben ja keine Demokratie, das ist ja alles nur Quatsch, Gefasel. Ne? Selbst Willy Wimmer sagt ja ganz offen dazu, dass wir letztendlich ein totalitäres System sind. Kritische Stimmen sollen letztendlich von der eigenen Bevölkerung wieder niedergetrampelt werden. Deswegen wurde ja sowas wie die antideutsche Bewegung hier gegründet, was eigentlich ja vollkommener Schwachsinn ist. Du bist als Deutscher geboren letztendlich und sollst dich dafür selbst hassen, wegen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man auch insbesondere diese Themenfelder durchleuchtet, kommt man wiederum zu einem ganz anderen Ergebnis, als dass man irgendwie Faschismus im Blut hat, wenn man nur als Deutsch geboren ist. Ich denke, das widerspricht von uns allen der Logik, und wir sollten auch diese Thematik immer wieder ansprechen, dass der heutige Deutsche gar nichts mehr mit dem Zweiten Weltkrieg bzw. mit Hitler-Deutschland zu tun hat. Die Deutschen bzw. haben ja die germanischen Stämme eine über 2000-jährige kulturelle Vergangenheit. Mit Hitler-Deutschland, mit diesen 12 Jahren, wird ja immer alles reduziert auf diese 12 Jahre, und so funktioniert das totalitäre System. Das bedeutet, wenn du irgendwas dich äußerst, was eben diesen Herrschaftsklassen nicht gefällt, wird immer versucht, eine Verbindung mit Hitler-Deutschland zu dir herzustellen, um dich einfach nur zu denunzieren, um dich zu unterdrücken, damit diese kritischen Stimmen einfach jeweils verloren gehen. Das bedeutet, die typischen kritischen Stimmen sind ja entweder, du bist ein Holocaust-Leugner, ein Antisemit oder sonst das Gleiche. Immer wieder dieser Bezug sind 12 Jahre Hitler-Deutschland, anstatt dass man unser kulturelles Erbe der 2000-jährigen germanischen Vergangenheit jeweils Bezug nimmt. Aber auch letztendlich mit Hitler-Deutschland wurde ja viel zerstört. Das bedeutet, das germanische Erbe wurde
Gloria mit Hitler jeweils komplett ja, in den Boden reingezogen. Das bedeutet, was eigentlich der Hitlergruß ja war, war ja eigentlich ursprünglich von den Germanen der Sonnengruß und so weiter. Aber kaum ein Kind weiß das ja. Ich bin selbst angehender Berufsschullehrer und es ist sehr schandhaft, dass jeweils viele kulturelle, traditionelle Aspekte eben verloren gehen, wenn man versucht, immer wieder in dieses totalitären System uns eben zu unterdrücken. Und sagt man leider eben ja auch nicht, wir dürfen ja nicht über das Thema Flüchtlinge ja sprechen, ne? Sonst sind wir ja sofort Nazis. Aber ich finde es schön, dass ihr diesen Mut hier gefasst habt, herzukommen. Denn wir müssen ja halt erkennen, wir leben, wie schon gesagt, in einer Konzernherrschaft. Ist das denn für viele dann etwa verwerflich, der Gedanke, dass eben ganz viele Flüchtlinge aufgenommen werden und insbesondere in Großstädte angesiedelt werden? Hat jemand schon mal von euch die Gedanken gemacht, sich, dass wir letztendlich hier in Deutschland, obwohl wir das produktivste Land Europas sind, wir, die Deutschen, haben letztendlich als ihre charakteristische Eigenschaft, dass sie sehr tugendhaft sind. Keiner arbeitet so viel wie die Deutschen. Trotzdem haben wir hier einen Mindestlohn von 8,50 Euro, während man in der Schweiz bei den Gedanken eines Mindestlohnes nur 9% der Bevölkerung betroffen worden wäre und der wäre nur bei 18,50 Euro. Wir müssen halt erkennen, mit was diese Schuldkultur verbunden wird, die letztendlich als ein Instrument dafür verwendet wird, um letztendlich ein Volk in einer Schuld zu halten. Ein Volk, was sich schuldig fühlt, ist halt schwach. Das ist der entscheidende Punkt. Das müssen wir verstehen und dieses Dogma müssen wir eben zusammenbrechen, dass wir einfach diese Probleme erkennen. Aber auch letztendlich, was die Amerikanisierung Europas angeht, ist ein sehr wichtiges Themenpunkt. Das bedeutet letztendlich auch die Privatisierung der Gefängnisse. Bei uns, ich komme ja aus der Nähe von Kassel, das bedeutet JVA Hünefeld in Hessen, wird zur Teil privatisiert. Teilprivatisierung, man rechnet ja damit, dass diese Flüchtlinge aus beispielsweise verrohten Kulturgütern herkommen und letztendlich straffällig werden. Aber da kann man noch eine ganze Menge Geld verdienen, wenn man letztendlich die Flüchtlinge noch ins Gefängnis steckt und letztendlich sie für wenig Geld arbeiten lässt. Anders sieht es auch nicht aus bei irgendwelchen Zwangspsychiatrie-Einweisungen, wo letztendlich die Menschen nicht mehr da rauskommen, man die keinen Dialog mehr zuspricht, einfach nur damit wir eine günstige Arbeitskraft haben. Diese Aspekte müssen wir immer wieder ansprechen und das ist halt nichts, wofür wir uns schämen müssen. Das ist wichtig zu verstehen. Denn wir in Deutschland haben eben diese Kluft zwischen Arm und Reich. Das bedeutet, über 20% der Bevölkerung hier lebt ja schon in Armut. Das bedeutet, wir haben hier über 4 Millionen Arbeitslose. Laut Statistik der Offiziellen haben wir nur 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ja, in der Umschulung. Ne? Das bedeutet, sie kriegen ja auch jeweils nur Stütze und werden irgendwelche Lehrgänge hin und her geschoben. Aber man darf hier nicht sagen, dass man zuerst den Deutschen hier Arbeit geben sollte, bevor man jeweils versucht, die neuen Flüchtlinge hier Arbeit zu vermitteln. Du bist ja sofort ein Nazi. Ich denke, auch dieses Tabuthema müssen wir jeweils ansprechen, dass wir sagen, wir sind hier in Deutschland, es gilt ein deutsches Recht. Es gelten deutsche Regeln und es ist nichts Verwerfliches, dass wir sagen können, wir müssen erst mal schauen, dass man deutschen Arbeit gibt, bevor man den anderen sieht. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern die herrschenden Kreise, das bedeutet, die Regierung sollte eigentlich dafür verantwortlich sein, dass uns hier 82 Millionen Menschen in erster Linie gut geht. Aber dieser Gedanke wird ja leider nicht mehr aufgegriffen. Wir sind ja sofort alle Nazis, ne? Wie gesagt, das Problem ist halt der Neoliberalismus, das bedeutet diese Hedgefondsmanager und sonst das Gleiche, das ganze Großkapital, ist das derjenige Ursprung, der uns ja zum großen Krieg gegen Russland ja jeweils führt. Das bedeutet, wir haben ja momentan ein, ja, fiktives Vermögen von über 560 Milliarden Euro, was jeweils um die Welt schwirrt und dieses ruft einfach weiter zum Krieg. Schon damals hat ja Karl Marx in seinem dritten Band gesagt gehabt, wenn wir Faktor 3 haben, brechen die ganzen Volkswirtschaften ein, aber wir haben mittlerweile Faktor 12. Versteht ihr? Es bedeutet, das große Kapital setzt wieder uns zu einem großen Krieg an, aber diese Herrschaftskreise, die davon profitieren, wie beispielsweise Investoren wie der Soros, der ja Milliarden investiert hat in der Ukraine und ganz offen zu einem großen Krieg gegen Russland ausruft, diejenigen müssen ja gar nicht in den Krieg, sondern das sind wir, jeweils die Unterschicht und die restlich verbliebene Mittelschicht, die jeweils in den Krieg ziehen müssen für irgendwelche Interessen von irgendwelchen Großinvestoren. Das müssen wir erkennen, wir müssen uns deswegen in erster Linie für den Frieden aussprechen. Die NATO hat massive Kriegsvorbereitung gerade gegen Russland und wir dürfen das nicht zusehen und nicht weiter zulassen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir uns auch gegen die NATO aussprechen, denn sie ist nur noch ein Plünderbündnis unter der Führung der USA.
Ja, Gewinne werden ja privatisiert, aber jeweils die Verluste werden auf die Allgemeinheit übergewälzt. Ich denke, das hat ja auch jeder von euch mitbekommen gehabt. Merkt euch ganz deutlich, das ist der Neoliberalismus. Der Neoliberalismus gilt so gesehen als eine große Dachorganisation. Das bedeutet, wie beispielsweise auch die sozialen Reformen, nochmal angemerkt, ich bin angehender Berufsschullehrer, ist das halt so, dass eine Frühsexualisierung der Kinder stattfindet, beziehungsweise auch jeweils eine... Ja, der Genderwahn in Deutschland vorangetrieben wird, wo letztendlich unser deutsches Kulturgut zerstört wird. Wo unser Kulturgut zerstört wird, denn es ist eine globale Umerziehung gerade zurzeit in ja, auf die ganzen Globus. Das sind ja wieder neue Pseudowissenschaftler, die uns sagen, bei der Frühsexualisierung von Kindern beispielsweise, dass man, wenn man zur Welt kommt, nicht feststeht, ob du als Mann oder Frau geboren wirst, sondern letztendlich, dass nur die sozialen Aspekte dich zu einem Mann oder Frau machen. Also entscheidend ist zu verstehen, diese Pseudowissenschaftler arbeiten leider auch eben für diese elitären Kräfte, für dieses Hochkapital, für das Großkapital, wo jeweils eine Umerziehung stattfinden sollte, denn man versucht, unsere Identität von klein auf unserer Kinder zu brechen, damit eine neue Gesellschaft erschaffen wird für den EU-Superstaat. Das bedeutet, von Kindern müssen sich in der 4. Klasse Jungs einen Rock anziehen, um sich demütigen zu lassen. Aber das ist genau darauf, wo es eben basiert. Das bedeutet, wir sollen in unserem inneren Charakter gebrochen werden und das ist das, was wir nicht mehr weiter zusehen dürfen. Und deswegen müssen wir uns in aller Deutlichkeit auch gegen diese Frühsexualisierungsaspekte und gegen diese Prozesse der Genderdeutschen einfach aussprechen. Des Weiteren leben wir in einer EU-Diktatur. Wir hatten es ja zuletzt ja mitbekommen gehabt, ne? Das bedeutet, die EU, was ist dann die EU? Die EU galt ja eigentlich nur als eine Wirtschaftsunion, danach ist eine Transitunion und wir merken ja, dass wir eigentlich hier in Deutschland komplett ja die Trottel der Nation ja sind. Das bedeutet, die Deutschen haben ja über 100 Milliarden Euro Rettungsschirme geschürt. Das bedeutet, bei uns fehlt das Geld im Bildungswesen, bei uns fehlt das Geld im Gesundheitswesen, bei uns fehlt das Geld für die Altersvorsorge und insbesondere die Altersarmut ist hier massiv in Deutschland. Seit der Wende hat sie noch einen Rekordhoch von 48% gekriegt, aber diese Themen werden von Medien totgeschwiegen. Somit sind leider eben die schwächsten Glieder der Gesellschaft eben diejenigen, die am meisten leiden. Und deswegen ist das wichtig, dass wir auch mit diesen Veranstaltungen für diese schwächsten Glieder unserer Gesellschaft auf die Straße gehen, wie beispielsweise die Rentner, wo jeweils auch immer mehr Kleinkriminalität bei den Rentnern stattfindet, so gesehen, die aus Hunger mittlerweile jeweils Straftaten begehen müssen, um sich Lebensmittel zu ergaunern. Ich bin selbst auch 9 Jahre Detektiv. Ich muss das selbst mit meinen Augen ansehen. Mir tut das persönlich selbst im Herzen weh, wenn Menschen, die 35 Jahre lang hart für ihr Land gearbeitet haben und jeweils komplett vom Staat im Rentenalter in Stich gelassen werden. Und diese Prozesse werden sich noch verschlimmern für die folgenden Generationen. Das bereut hier für die jungen Leute insbesondere, die hier sind. Und das müssen wir erkennen und müssen auch über diese Probleme ganz offen sprechen. Ja, wie schon mal gesagt, so die EU-Diktatur basiert ja nichts anderes darauf, als dass wir letztendlich ja nur zentralisierte Einheiten haben. Wir haben keine Souveränität, wir haben ja keinerlei mehr Kontrolle über unsere Grenzen. Da können wir gar nicht über Souveränität reden, über Eigenständigkeit, dass wir eigene Entscheidungen treffen können. Denn jeweils haben wir doch scheinbar zuletzt gesehen gehabt zum G7-Gipfel. Ne? Da gab es für 2 Tage Grenzkontrollen mit der tschechischen, deutschen Grenze, aber auch mit der österreich-deutschen Grenze. Und innerhalb von diesen 2 Tagen wurden über 300 Straftaten jeweils aufgeklärt gehabt. Und ich denke, das ist doch ein deutliches Zeichen, dass wir wieder Herrschaft über unsere Souveränität angehen müssen. Das bedeutet auch die Grenzkontrollen ansprechen müssen. Denn Deutschland kann ja eigentlich ja nur ein reiches Land verbleiben, so gesehen, wenn wir letztendlich ja auch bestimmte Spielregeln hier in Deutschland ja aufgeben. Aber wir haben nur ein riesengroßes Scheunentor. Jeder will natürlich ins reiche Deutschland, aber Geld verschiebt sich nur. Deswegen fallt bitte nicht auf diese ganzen linken populistischen Ansätze an, wie Reichtum für alle. Das ist vollkommen nach Schwachsinn, das geht halt nicht. Ich spreche mich nicht aus gegen Ausländer oder sonstesgleichen. Ich bin selbst 3 Blutler, Russen, Ukrainer, Deutscher. Und es ist halt wichtig, dass wir mit Mut an die Wahrheit rantreten müssen. Das bedeutet, wir erkennen ja, wohin die ganzen Prozesse gehen und wir haben einfach nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Möglichkeit zu schweigen. Wir müssen über diese Ungerechtigkeit ganz offen drüber reden, ohne dass wir Ängste an uns ranlassen. Aber ich bin natürlich nicht hier gekommen, um jeweils nur mit euch zu sprechen über die Probleme. Ich denke, das hat jeder von euch mitbekommen gehabt. Ich möchte gerne über die alternativen Lösungsansätze sprechen, wohin wir mit einem Deutschland von morgen gehen können. Und einer meiner Punkte, die ich erarbeitet habe, wäre beispielsweise
Der erste Punkt, dass wir uns ganz deutlich für ein Schweizer Demokratiemodell aussprechen könnten. Denn wir erkennen ja, die Schweiz hat ja letztendlich, gilt ja also gesehen als eine Insel der Guten. Ne? Das bedeutet, das Schweizer Demokratiemodell basiert auf drei Punkten. Der erste Punkt ist halt jeweils, dass wir nur eine defensive Bundeswehr haben, das bedeutet keine Eingliederung mehr in die NATO, dass wir nicht mehr irgendwelche komisch vorgeworfenen Bündnisaktionen haben, wo wir uns einfach als Mittäter an irgendwelchen US-imperialistischen Ansätzen haben, sondern dass wir nur eine rein defensive Bundeswehr haben und letztendlich auch Russland als unseren natürlichen Bündnispartner ansehen und mit sicherlich nicht irgendwelche Militärbasen-Imperien der Amerikaner. Des Weiteren natürlich ist der Punkt des Schweizer Demokratiemodells, müssen wir halt erkennen, dass ein gerechtes Steuersystem hier in Deutschland längst überfällig ist. Das bedeutet, wir, die einfache Bevölkerung, haben die größte Steuerlast, während die Reichen ja Privilegien genießen und jeweils mit ihrer guten Verbindung halt eben nicht so eine Steuerlast tragen wie wir. In der Schweiz basiert das Steuersystem auf einem gerechten Steuersystem, wo jeweils die Bürger selbst entscheiden, wie viel Geld sie dem Staat geben. Ich denke, das wäre auch ein Denkansatz für uns. Und der dritte Punkt ist halt der wichtigste, das ist die direkte Demokratie. Das bedeutet, dass wir als einfache Bürger uns eben zum Beispiel auf der kommunalen Ebene mehr eingliedern können, die Politik. Das bedeutet, ich persönlich wäre dafür, dass wir auch Richtung Nationalstaat gehen. Versteht der Nationalstaat, die Antifanten würden schon brüllen, Nazi, das ist halt leider wegen dieser deutschen Schuldkultur, aber eben wo jeweils einzelne Kommunen, wie beispielsweise unabhängigen 16 Bundesstaaten, wo jeder seine eigene Souveränität hat und eben viele politische Prozesse selbst in kleinen Rahmen beschließen kann. Das wäre zum Beispiel ein möglicher Ansatz. Des Weiteren wäre es natürlich wichtig, dass wir aus dem Euro austreten. Der Euro ist ja auch jeweils nur ein Punkt der Zentralisierung, das bedeutet, wenn der Euro fällt, fallen wir genauso. Es bedeutet, dass wir einfach auf Dezentralisierung setzen, unsere eigene Währung zurückhaben wollen, unsere deutsche D-Mark, denn da können wir letztendlich uns von vielen Sachen erholen. Und wenn halt eben die große Dominostein-Effekt fällt, dass wir eben nicht durch diese Prozesse mit betroffen worden sind, wo wir eben keinerlei Schuld davon tragen. Ja, Thema Nationalstaat. Thema Nationalstaat ist halt der Punkt, dass wir letztendlich ja erkennen ja müssen, dass die EU demnächst zerbrechen wird. In Europa bzw. in der Ukraine sind sie über Leichen gegangen. Das bereut man, probt ja schon jeweils den Zerfall der EU. Der Herr Juncker wurde ja als ein Trunkenbold ja schon mittlerweile enttarnt. Zuletzt hat ja auch ein hoher NATO-Generalsekretär gesagt gehabt, dass letztendlich auch die Merkel trinkt. Und ich denke, wir müssen so weitermachen, bis die ganze EU-Kommission anfängt zu trinken und dieses ganze zentrale Gebäude zerbricht. Denn die EU wurde ja eigentlich nur von dem sowjetischen Modell kopiert, das bereut auch in Russland. Also zu Sowjetzeiten gab es damals ein Parlament, ein EU-Parlament, was wir ja hier haben, und eine Kommission, wo jeweils laut der Gesetzesgebung die Kommission gewählt werden muss, wird aber eben nicht gewählt. Das bereut, die Herrschaftskreise haben sich einfach nur eine elitäre Struktur erarbeitet, wo sie einfach nur Macht wollen. Denn wenn die Leute, wenn diese Herrschaftskreise das Geld der Welt haben, dann wollen sie nur eins, und das ist die Macht. Das müssen wir erkennen, und deswegen ist die EU nicht unser Freund, sondern einfach nur eine zentrale Einbindung des Ganzen. Deswegen Nationalstaat, um einfach nur dafür zu schützen, dass unser deutsches Erbe im Sinne von der Tradition und kulturellen Gut jeweils in die nächste Generation übergeht. Und deswegen bin ich ein konservativer Typ und eben kein Rechter, denn dieses Rechts- und Linksspiel ist einfach noch vollkommener Quatsch. Es bedeutet einfach nur, dass wir unser kulturelles, traditionelles Erbe in die nächste Generation rüberschaffen müssen. Und das ist einfach nur wichtig zu bedenken. Denn viele vergessen halt eben, wie zum Beispiel die schöne Sprache. Die deutsche Sprache ist eine sehr schöne Sprache. Die deutsche Sprache hat für jedes Wort hat eine einzelne Bedeutung, währenddessen in den USA ja ein Wort wie Shit und so weiter 10 Bedeutungen haben kann. Wir müssen einfach nur unsere Kultur wertschätzen, wieder lernen. Das ist entscheidend. Aber auch im Sinne jeweils einer neuen Asylpolitik wäre es wichtig, dass wir in diesem Nationalstaat uns Gedanken machen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir uns gegen Ausländer aussprechen, denn Mensch ist Mensch. Die einzige Unterscheidung, die wir jeweils vortreffen sollten, ist nur gute Menschen und schlechte Menschen. Ne? Und der entscheidende Punkt, jemand, der sich integriert hat, hier arbeiten geht, Steuern zahlt und jeweils keine Straftaten begeht, in dem Sinne, dass er auch unser Grundgesetz anerkennt und jeweils ein produktiver Teil der Gesellschaft ist, sollte nach wie vor hier willkommen sein. Aber eben die Leute, die meinen, sie müssen sozial Staat jeweils ausbeuten, dass wir für die andere Überlegungen uns anstellen können. Das bedeutet jeweils, dass wir einfach nur dem Bürger gegenüber hier ein faires Verhältnis schaffen müssen. Das kann ja nicht sein, dass wir sehr hohe Aufwendungen gegenüber Migrationsfluten haben, während der fleißige Deutsche, der 35 Jahre lang gearbeitet hat, eben kein Geld hier und keine Rente mehr, Einzahlung mehr leider hat.
Des Weiteren ist das natürlich wichtig für uns, dass wir uns von dieser Schuldkultur befreien. Und das ist zum Beispiel, dass wir auch uns für diese Entmilitarisierung aussprechen. Das bedeutet, wie gesagt, in Deutschland ist Platz 3 des Waffenexporteurs, Heckler und Koch und so weiter. Sagt euch ja alles was. Wir sind hier so gesehen ja die Mitverursacher von vielen Kriegen. Und wie schon Marie Le Pen damals mit ihrer Nationalen Front gesagt hatte, wir sollten nicht zusehen, dass wir hier die Bürger hier alle auffangen, also die Flüchtlinge, und nicht weiter wissen, sondern dass wir zu Beginn anschauen, dass dort vor Ort keine Krisenherde stattfinden. Das bedeutet, dass wir uns aber auch als Aspekt der christlichen Nächstenliebe, den eine Infrastruktur wie beispielsweise in Afrika schaffen, damit es eben keine Anreize überhaupt gibt, jeweils herzukommen, dass sie dort in Ruhe und Frieden leben können. Und das müssen wir nochmal ganz deutlich nochmal ansprechen. Ja, wie schon gesagt, unser Wirtschaftssystem basiert darauf, dass wir ein exponentielles Wachstum hier brauchen. Und wichtig ist zu erkennen, dass wir hier in Europa kein Wachstum mehr haben. Es ist entscheidend, dass wir einfach nur erkennen müssen, dass wir uns den BRICS-Staaten anschließen müssen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir jeweils Zentralasien oder generell die eurasische Ausrichtung als unsere Ausrichtung erkennen müssen und dahin gehen müssen, und wir würden alle davon profitieren. Unser Wirtschaftswachstum würde wieder in die Höhe schießen, denn über 6.000 Firmen arbeiten eben in Russland sehr eng zusammen und viele gehen momentan gerade eben in die Insolvenz. Entschuldigung. Ja, zur freien Presse wäre es natürlich wichtig, dass wir keine transatlantische Lobbyverbindung mehr haben dürfen und jeweils wir auch eine entschleunigte Gesellschaft anstreben müssen. Und deswegen ist das wichtig, denn jeder dritte Deutsche erkrankt mittlerweile an Depressionen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ne? Und das ist halt nochmal wichtig, dass wir erkennen müssen, dass eben dieses Tabuthema Depression hier immer mehr in den Vordergrund rückt. Denn mittlerweile haben wir schon Abwasseruntersuchungen, wo jeweils so eine hohe Schadstoffdichte an Antidepressiva herrscht in unserer Bevölkerung, dass schon eine Umweltbelastung darstellt. Diese Tabuthemen müssen gebrochen werden mit einer entschleunigten Gesellschaft. Und nochmal zum letzten Themenfeld, Schuldkultur, möchte ich von euch nochmal eins ganz deutlich sagen. Zum 9. Mai haben die Russen den Deutschen ein großes Geschenk zur Völkerverständigung gebracht. Und zwar haben sie 2 Millionen Akten freigegeben zum Zweiten Weltkrieg, wo schon jetzt eben rausgekommen ist, dass der Zweite Weltkrieg von angelsächsischen Mächten geplant worden ist. Das bedeutet, die Deutschen wurden nur für den Zweiten Weltkrieg als das Tätervolk so gesehen missbraucht. Denn die Deutschen sind eben obrigkeitstreu. Die Deutschen sind sehr geduldig und das sind die Aspekte, wieso wir missbraucht worden ja sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Prozesse einfach anerkennen müssen und auch unsere Schulbücher eben, die nur von angelsächsischen Besatzermächten geschrieben worden sind in unserer BRD, die uns von klein auf eben nicht die Wahrheit vermitteln, sondern nur eine Sicht darschildern, die uns nur als ein Tätervolk fühlen lässt. Das müssen wir erkennen. Und nochmal zum Thema angelsächsische Aggressoren, die uns ja vorwerfen, dass wir ja die bösen Deutschen ja sind, möchte ich nochmal eins erwähnen. Kein Imperium hat mehr Blut fließen lassen als das großbritannische Imperium. Und auch Roosevelt hat im Jahre 1933, das ist ja der Befreier der Deutschen, wie uns man ja sagt, hat Folgendes gesagt, nur mein Zitat. Ich gehe nicht so weit zu denken, dass nur tote Indianer gute Indianer sind, aber ich glaube, dass für 9 von 10 Indianern gilt. Und was den 10. Indianer angeht, so will ich den Fall nicht näher untersuchen. Also jedes Volk hat jeweils Dreck am Stecken gehabt, und es ist wichtig, dass wir erkannt haben, dass wir eben nichts mit irgendeinem Faschismus und desgleichen zu tun haben sind, sondern dass wir uns als eine solidarische Gesellschaft verstehen müssen, denn die einzigen Faschisten und die Nazis sind die jeweiligen, die für das Großkapital jeweils arbeiten und die Nazis in der Ukraine unterstützen. Und das ist allein nicht unsere Regierung. Dankeschön. Vielen lieben Dank. In Berlin hast du das noch ein bisschen ausgeweitet. Du hast was zum Kriegsbeginn vom Zweiten Weltkrieg gesagt, das hast du jetzt vergessen. Oder? Aber ich wiederhole es nochmal, weil du hast gesagt, die Russen und die Chinesen wollen uns auch dabei helfen, um in diesen Lügenkonstrukt endlich mal Wahrheit und Klarheit reinzubringen. Ja? Dass eben nicht die Deutschen und der Deutsche an allem dran schuld ist und auch nicht war. Fertig, aus der Lack. Das ist ein riesen Knackpunkt in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir hin. Es ist einfach so. Wir lassen uns nicht länger verarschen. Fertig, aus.